Hallo Leute, ich grüße euch zu einem neuen Video zu Warhammer 40k Darktide. Wir sprechen heute über die Klassen, also eine Übersicht. Welche Klasse könnte für euch geeignet sein? Was gibt es für Klassen? Wie heißen die? Welche Spezialskills bringen die mit? Und was gibt es sonst noch für Besonderheiten, auf die man achten sollte, bevor man sich für eine Klasse in Warhammer 40k Darktide entscheidet? Bevor wir mit den einzelnen Klassen beginnen, kurz als Vorwort quasi, was es mit der Klassenwahl überhaupt auf sich hat. Wer Vermintide kennt, also auch von Fat Shark, ne? Die meisten wissen es, da gab es Charaktere. Bei Darktide gibt es Klassen und das ist ein wichtiger Unterschied, denn das bedeutet, und es wurde auch schon bestätigt, ihr könnt quasi als Koop, ne, mit 4 Spielern in die Mission reingehen und in Darktide könnte es sein, dass ihr als 4 Veteranen oder zum Beispiel 4 Ogrins in eine Mission gehen könnte. Das war in Vermintide nicht so. Da musste es quasi diese Abwechslung geben. Von jedem Charakter durfte nur ein Charakter dabei sein. Es konnten keine 4 Zwerge zum Beispiel reingehen. Und das ist erstmal der wichtige oder einer der wichtigsten Unterschiede, den man sich ins Gedächtnis rufen muss. Ansonsten hat jede Klasse einen eigenen Talentbaum mit eigenen Skills bzw. Verstärkungsmöglichkeiten, wo man seinen eigenen Spielstil weiter definieren kann, wenn man merkt, okay, ich spiele am liebsten so oder in die Richtung oder hey, das sieht richtig cool aus, die Verstärkung möchte ich haben, dann kann man im Talentbaum auswählen, dass man in diese oder jene Richtung gehen möchte und somit die eigene Klasse noch weiter in seine Richtung ausbauen kann. Des Weiteren wird jede Klasse Zugriff auf ein bestimmtes Set oder Arsenal von Waffen haben. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind ein paar Waffen, die nur diese Klasse benutzen kann und keine der anderen Klassen kann diese Waffen benutzen, was ebenfalls nochmal das Ganze viel interessanter macht, wenn man sich für eine Klasse entscheidet erstmal. Man kann natürlich auch mehrere Klassen erstellen und spielen. Man muss nicht mit einer fürs Leben lang quasi unterwegs sein. Ihr habt da die Freiheit, dass ihr auch alle anderen Klassen zocken könnt, wenn ihr da Bock drauf habt natürlich. Aber ich denke, viele von uns stellen sich die Frage am Anfang, hey, was ist die Klasse, die am besten zu mir passt? Welche könnte mir am meisten Spaß machen? Und da ist bei Darktide natürlich auch noch ein ganz wichtiger Gedanke mit im Spiel, denn es ist wirklich ein Koop-Game. Es ist ein Spiel, vor allem im schwierigeren Schwierigkeitsgrad, wo es auf Teamplay ankommt, wo man dem anderen den Rücken frei halten muss, wo man seine Position als Klasse kennen sollte, also gerade in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden. Beim einfachsten Schwierigkeitsgrad ist das mehr wirklich Spaß und ich trinke ein Bierchen dabei und habe richtig Fun und so und lache und freue mich mit anderen Leuten. Aber bei den härteren Schwierigkeitsgraden besonders kommt es darauf an, dass ihr auch wisst, wo ist eure Rolle im Team. Und darauf kommen wir jetzt auch noch bei den einzelnen Klassen drauf zu sprechen, was eher deren Rolle ist. Wahrscheinlich wird man dann über den Talentbaum manche Rolle etwas umdrehen können vielleicht oder ganz anders ausbauen können, aber genaueres wissen wir über den Talentbaum leider noch nicht. Aber auf jeden Fall hat jede Klasse Stärken und Schwächen, die man sich bewusst machen sollte. Und wenn man natürlich dann im Spiel unterwegs ist, findet man das spätestens daraus, wo man stark ist und wo man schwach ist. Wir versuchen allerdings jetzt mal mit dem Veteran einzusteigen. Im Hintergrund versuche ich euch etwas passendes Gameplay dazu reinzuschneiden und dass ihr sehen könnt, wer ist denn jetzt der Veteran? Die meisten von euch werden es wahrscheinlich sowieso sofort wissen. Er ist eigentlich das, was man, denke ich mal, eingefleischten Shooter-Fans empfehlen könnte, die also wirklich gerne mit den Waffen unterwegs sind, mit den Schusswaffen. Ja, sein Spezialskill ist sowas wie Scharfsicht. Ich weiß nicht, ob es Scharfsicht genannt wird, aber auf jeden Fall kann er Ziele markieren und solange die markiert sind, erhalten sie für kurze Zeit erhöhten Schaden. Er wählt also gezielt irgendwelche Feinde aus, die man schnell kaputt hauen möchte, wegballern will, weil die dem Team sehr viel Schaden und sehr viel Nachteile, ja, eben zufügen können. Und da ist auch die Rolle vom Veteran eigentlich schon ein bisschen offensichtlicher. Nämlich er ist eigentlich der, der den Überblick über das Schlachtfeld bewahrt und guckt, wo sind besondere Monster, zum Beispiel besondere Nahkampf- oder Fernkampfziele, die sehr viel Stress für die Gruppe bedeuten. Und der Veteran hat die Möglichkeit, durch seine präzisen Waffen sehr schnell von der Ferne aus diese Ziele auszuschalten. Also gehen wir mal davon aus,
Da kommt jetzt eine riese Horde von Monstern an, auf die Gruppe zugestürmt, aber hinten oben irgendwo versteckt sich jemand und schmeißt Granaten von den Feinden. Ja, irgendein Feind, die schmeißen da Granaten runter. Dann sieht der Veteran das und er kann diese Ziele zum Beispiel markieren oder einfach eben mit seinen Präzisionsfernkampfwaffen sehr gezielt diese Feinde ausschalten und somit Schaden von der Gruppe abwenden, die normalerweise unter den Granaten natürlich sehr viel Schmerz und Leid zugefügt bekommen würden. Und ich denke, ja, wer sich da findet in dieser Rolle, der könnte sich den Veteran anschauen. Er ist also der Typ, der wirklich auf präzise Fernkampfschusswaffen Wert legt und dementsprechend auch stark gegen Elite- und Bossfeinde sein kann, weil er eben den Schaden erhöhen kann und sehr klar natürlich auf Kopfschüsse aus ist und so weiter. Gehen wir zur zweiten Klasse, nämlich zum Psioniker, beziehungsweise auf Englisch wird er Psyker genannt. Das ist quasi, sie sagen selber, das ist der Sci-Fi-Mage sozusagen, ja, und er hat den Spezialskill, dass er seine Macht benutzen kann, um zum Beispiel, wie ihr es vielleicht im Hintergrund auch seht, einen Kopf zerplatzen zu lassen, und zwar auch von sehr stark gepanzerten Feinden. Das heißt, da gibt es natürlich auch Feinde, die haben Schilde, die haben eine schwere Rüstung, aber der Psioniker kann mit seinem Spezialskill quasi den Kopf ins Visier nehmen von diesem Feind, und wenn er es schafft, sich eine Weile darauf zu konzentrieren, kann er den Kopf von dem zerplatzen lassen und dann ist der Feind ausgeschaltet. Also wirklich sehr, sehr mächtig, auch gegen sehr starke Feinde, die der Gruppe arg im Weg stehen würden und das Vorankommen sehr schwer machen. Des Weiteren soll er wohl eine Art Blitzball werfen können und seine Nahkampf- und Fernkampfwaffen auch irgendwie aufladen können, damit die stärker sind. Diesen Kopf-zerplatzen-Skill kann er übrigens nicht nur auf den Kopf direkt anwenden, sondern zum Beispiel auch auf den Boden, wo er dann nach 2-3 Sekunden Aufladen eine Art Flächenexplosion auslöst und gegen mehrere Feinde dann effektiv ist. Also hat der Psioniker solche Sachen dabei, also magische Skills sozusagen. Und wer damit natürlich immer gerne hantiert in Games, der wird beim Psioniker mit Sicherheit sehr viel Laune haben. Und deswegen denke ich auch, dass der Psioniker die Klasse für die Spieler ist, die am meisten Abwechslung suchen, denn der Psioniker hat ja dann letztendlich die größte Vielfalt. Er hat Zauber im Gepäck, er hat seine Nahkampfwaffen und er hat seine Fernkampfschusswaffen, und mit all dem kann er hantieren und das je nach Situation einsetzen, und wenn er es klug einsetzt, wird er sehr wahrscheinlich auch sehr effektiv damit sein. Also sehr vielseitig und natürlich besonders auch wertvoll gegen stark gepanzerte Feinde, die eben der Gruppe arg im Weg stehen können. Natürlich, wer gerne mit Zaubern hantiert, von der Ferne aus Fernkampf auch mag und nicht direkt den Nahkampf gerne sucht und direkt in die Monstergruppe reinrennt, na, das wäre jetzt nicht so der Spielstil von Psioniker. Der guckt eher, dass er ein bisschen auf Abstand bleibt. Und wer diesen Spielstil bevorzugt, der wird beim Psioniker mit Sicherheit sehr gut ankommen. Und er kann vielleicht auch das dann im Laufe der Zeit machen, was diese Frau hier mit der Wassermelone tut. Kommen wir zur dritten Klasse, vorletzte Klasse, nämlich dem Ogrin. Jeder sieht ihn, jeder weiß, wer es ist, der große Dicke. Ne? Und der hat einen Überrollenskill, den sieht man auch ganz kurz in dem Gameplay. Der rennt quasi einfach über die Feindeshorden drüber und stößt die alle um. Dann liegen die erstmal flach und müssen sich erstmal wieder aufrappeln. Und diese paar Sekunden kann natürlich er oder die Gruppe auch nutzen, um mächtige Flächenschadenangriffe drauf zu hauen, damit diese ganzen Feinde keine Chance haben, sich zu wehren und sehr viel Schaden abbekommen oder direkt einfach sterben. Dafür ist er gut und er nimmt eigentlich letztendlich diese Tank-Rolle auch ein. Er ist also quasi der mit den großen Wummen, mit den großen Waffen, der viel Schaden aushält und der Gruppe damit dient, dass er Schaden abfängt oder eben die Feinde immobilisiert und der Gruppe die Feinde vom Leib hält, so gut er es halt nun mal schafft. Er ist nicht der hellste wohl, also was den Hintergrund angeht, Ogrins sind wohl allgemein nicht die hellsten. Und das wird sich dann auch in dem äußern, was er so von sich gibt wahrscheinlich. Aber er macht halt auch ordentlich Aua, weil er halt richtig große Waffen am Start hat.
Und ja, damit ist eigentlich diese Klasse schon abgehakt. Ist also mehr straightforward und nicht komplexer, abwechslungsreicher wahrscheinlich, aber definitiv effektiv. Kommen wir zur vierten und letzten Klasse, nämlich zum Eiferer oder auch Zealot genannt auf Englisch. Ich habe es mal als Eiferer übersetzt. Und der Spezialskill vom Eiferer ist eine Art Ansturm. Also er hat einen Zweihandhammer, wahrscheinlich meistens. Der wird ja auch mehrere Nahkampfwaffen haben, soweit ich weiß. Aber ein Zweihandhammer ist so die markante Waffe für ihn. Und er kann durch diese Ansturmfähigkeit schnell die Lücke schließen, um Feinde in den Nahkampf zu zwingen. Denn er will mit seinem Hämmerchen ordentlich aufs Maul hauen. Das ist das, was er gerne macht. Es ist also ein vorzugsweise Nahkampf-Damage-Dealer, der schnell die Lücke zu den Feinden schließt, um sie mit dem Hammer umzuklopfen. Und wer das gerne macht, also schnelle Rein-Raus-Mechanik quasi, reingehen, alles umholzen, schnell wieder weg, das ist quasi so die präferierte Spielweise vom Eiferer, schätze ich mal. Er hat allerdings natürlich auch eine Fernkampfwaffe, mit der er angreifen kann. Aber diesen Hammer wird er wohl auch irgendwie elektrisch aufladen können, um noch mehr Damage raushauen zu können. Und ja, aggressiver Spielstil eben. Er ist wahrscheinlich auch eine von den mobilsten Klassen durch diese Ansturmfähigkeit, also sich schnell mal aus einem Geschehen rauszubewegen oder schnell in ein Geschehen reinzubewegen. Das wird bei dieser Klasse wahrscheinlich sehr groß geschrieben, da er diesen Skill besitzt und dadurch diese Mobilität eben mitbringt. Und ja, mehr weiß ich leider auch noch nicht zum Eiferer, was er sonst noch mitbringt, aber ich glaube, bis zum Release oder spätestens danach wissen wir natürlich auch noch viel, viel mehr über die einzelnen Klassen, wie die Talente sich ausbauen lassen. Und es ist auf jeden Fall sehr spannend, ob vielleicht noch eine fünfte Klasse mit dazu kommt, aber wir werden sehen. Ich bin noch skeptisch, aber ich habe es mal aufgeschnappt in einem Video, dass jemand sehr stark vermutet, dass vielleicht noch eine fünfte Klasse kommen könnte. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt mal so in etwa Bescheid. Abschließend vielleicht noch ist wichtig, dass jede Klasse eine eigene Schildmechanik hat. Also jede Klasse ist kurzzeitig vor eingehendem Schaden geschützt. Allerdings geht das nur für eine wirklich kurze Zeit, wo man ein paar Treffer einstecken kann, um loszulegen. Und das Schild regeneriert sich aber nur, wenn man als Gruppe relativ nah beisammen ist. Das heißt, wer wirklich solo dann losgeht, die anderen drei im Stich lässt und meint, er ist der Einzelkämpfer, dem sein Schild wird sich halt dann nicht mehr aufladen. Und ich finde es gut, dass sie das machen, denn das hier ist ein Koop-Spiel. Das spielt man zusammen als Gruppe und da stellt man sich gemeinsam diesen Gefahren und macht eigentlich keine Alleingänge. Darum geht es hier in diesem Spiel nicht. Ich danke euch fürs Reinschalten. Leute, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Klasse ihr euch ausgesucht habt für Darktide. Ich freue mich auf den Release und bin gespannt, wie viele von euch auch mit am Start sein werden. Macht's gut, bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.